Die Hersträger sind wieder los. Mit dem Dämmerungsumzug in Sickenhausen war die fünfte Jahreszeit auch in der Region endgültig eröffnet. Mehrere tausend Narren und Zuschauer hatten sich am Tag nach Dreikönig auf den Weg in den Reutlinger Stadtteil Sickenhausen gemacht, um die Fasnet, wie es so schön heißt, wieder aus der Taufe zu heben. Es war der erste Umzug in der Region seit Anfang 2020, der gleichzeitig auch ein Jubiläumsumzug für die Narrenzunft Sickenhausen war. Diese wurde 1990 gegründet und wird dieses Jahr somit 33 Jahre alt.